Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 bzw. Warped. Beim letzten Mal sind wir wieder eine lustige Runde Kart gefahren, die auch gar nicht so einfach war. Und dementsprechend sind wir jetzt hier in dieser China-Welt, obwohl die sonst eigentlich gar nicht so viel mit China zu tun hat, im letzten Level Doubleheader. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt, aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich werde dich und das gesamte Universum 1000 Jahre leiden lassen! Also, dass die beiden das immer noch überrascht... Okay, eine Bonusrunde zu verlieren kostet keine Leben. Den Tipp, den kannte ich schon zu Genüge. Also, dass die beiden das immer noch überrascht, dass ich in deren Party platze, das wundert mich schon ein bisschen. Was stimmt mit dem denn nicht? Okay... Mit dem kann ich einfach mal gar nichts machen. Ich prall einfach nur ab. Und wenn ich von vorne eins vor die Mütze kriege, dann verliere ich... Das war mal die geilste Sterbeanimation überhaupt. Okay, wenn ich von vorne eins von dem vorne auf die Mütze kriege, sterbe ich erwartungsgemäß, beziehungsweise verliere ein Leben. Und wenn ich wirklich komplett sterbe, gibt es eine unheimlich coole Sterbeanimation. Wie geil war das denn? Gut, aber vom Level-Thema her, wie die ersten Level hier in Crash Bandicoot überhaupt, ich mag das immer noch sehr, dieses Thema. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass es hier langsam ein bisschen gefährlicher wird. Ach, guck mal, man kann sogar hier auf den Mauern laufen. Kann ich jetzt hier links an dem vorbeilaufen? Ja, ich kriege trotzdem einen ab. Das hätte ich geschickter angehen sollen. Okay, die Schwertharus, vor denen habe ich wenig Angst. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ich bei der Aktion draufgehe, weil immer, wenn ich große Fresse habe, gehe ich drauf. Das muss einfach so sein. Naja, letztendlich geht es mir ja nur darum, die Kisten kaputt zu kriegen. Von daher, wenn jetzt hier alles in die Luft fliegen, das extra Leben da nicht kriege, ist das für mich auch erstmal okay. Naja. Könnte mir mal angewöhnen, zumindest solange ich noch keine 99 Leben habe, ein bisschen mehr von den Äpfelchen mitzunehmen. Aber irgendwie ist das nicht mein Style, jeden Apfel oder jeder Münze oder sonst was hinterher zu rennen. Hallo Ziege! Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade überlegt, ob ich drunter herrutschen muss. Aber man kann anscheinend auch einfach mit der Drehattacke nur die unterste Kiste erwischen. Das ist dann natürlich auch okay. Oh, da oben ist ja noch eine. Und ein Checkpoint. Und ein Magier. Komm, geh weg mit deiner Magier-Kacke. Echt. Roms. Also diese Burg-Level hier oder diese Mittelalter-Level, die finde ich sehr sympathisch. Die halten sich allesamt, hielten die sich bis jetzt schwierigkeitsgrad technisch auf jeden Fall in Grenzen. Jetzt überlege ich gerade, ich hoffe mal, es gibt noch einen grünen Schalter in diesem Level. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Magiekugeln von dem nutzen müssen, eventuell, um die grünen Kisten da kaputt zu machen. Aber dafür wäre es ja zu spät. Naja, schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir den Level einfach zu Ende spielen. Oha, da geht's auf jeden Fall rauf. Romsti-domsti. Wie viel gibt's hier? 30 Stück. So, 12 hätten wir. Ich vermute mal... Das hätte ich irgendwie nicht machen dürfen. Und da stelle ich mir nur die Frage, wie kriege ich... Achso, einfach mit einem Doppelsprung drüber, ne? Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Also direkt mal wieder runter hier. Und nochmal von vorne die ganze Chose. So, den Anfang kennen wir und ist auch kein Problem. Roms. Roms. Upsa. Naja, komm, ein paar Äpfelchen können wir mitnehmen. Ja,
Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Und dann machen wir jetzt erst das kaputt und dann den Stapel mit den TNT-Kisten. So, das müsste jetzt eigentlich reichen, um die auch alle kaputt zu machen. Jo, 24 von 30, 6 Stück noch. Oh, ich muss auch echt an diesen Doppelsprung denken. Das finde ich echt noch verwirrend. Den bin ich nicht gewohnt aus den ersten beiden Tagen. Ah, nein, das war so dämlich gewesen. Warum mache ich das? Ich dachte, so kriege ich es eventuell schneller hin, alle Kisten kaputt zu machen. Und, ja. Es hat eher Zeit gekostet. Dann halt nochmal das Ganze. Nein, nein. Oh. Warum? Warum macht er keinen Doppelsprung, ey? Also dieses Doppelsprung-Timing ist irgendwie auch manchmal ein bisschen kacke. Es ist alles nicht so fluent und smooth, wie man es irgendwie von ganz modernen Games gewöhnt ist vom Bewegungsablauf. Es ist irgendwie... Es hat so sein eigenes Moveset und fühlt sich irgendwie auch alles teilweise so ein bisschen hakelig an. Naja. Und auf ein neues. Zwei, vier, fünf. Dann sind wir bei 24. Sechs Stück noch. Ja, das sieht doch jetzt ganz passend aus, wenn ich es jetzt nicht wieder im letzten Moment hier verkacke. Ich warte jetzt einfach ganz geduldig ab auf diese drei Kisten. Und dann ist doch alles im Buddha. Mann, ey. Eigentlich hätte ich das in doppelt so schneller Zeit erledigen können, als ich es jetzt eigentlich getan habe. Aber so ist das halt. So, mein Freund, was tust du hier? Ich schleiche mich mal hier an der Seite vorbei. Ist das okay für dich? Ja, ne? Wie viel brauchen wir denn hier? Noch knappe 20 Kisten. Mal gucken, ob der Level noch so viel hergibt. Hier sind so ein paar Stahlkisten. Aber die kriege ich auch mit meinem Mega-Platscher nicht kaputt. Ja, die eine oder andere TNT-Kiste ist hier auch. Aber da hier kein Zauberer in der Nähe ist, würde ich mal davon ausgehen, dass es noch einen Schalter geben muss. Uiuiui. So, erstmal hinfort mit dir. Habe ich hier rechts nicht gerade noch irgendwas gesehen oder war es nur die Ziege? Ernsthaft? Jetzt bin ich an dieser Kackziege gestorben. Ey, manche Dinge können auch einfach nicht wahr sein, oder? So, den Niederkristall hier habe ich schon. Warzen inklusive. Okay, ich bin gerade zum ersten Mal verzaubert worden. Ich dachte, wenn ich da einfach seitwärts renne, reicht das, um durchzukommen. Aber auch das war offensichtlich ein Trugschluss. Ich hätte einfach, wie ich es immer bisher gemacht habe, mal springen sollen. Aber irgendwie dachte ich mir, das kannst du dir eventuell auch mal sparen. So. Und da rechts steht auf jeden Fall keine Kiste. Da ist nur die verdammte fucking Ziege, die mich gerade getroffen hat. So. Ding? Jawohl. Und Level vollständig. Der war wieder verhältnismäßig einfach. Also alle diese Burglevel waren bisher einfach. Da bin ich mal gespannt, ob da auch nochmal gesteigerte Versionen kommen. Aber jetzt kommt erstmal der Endboss und das müsste dieser Zeitbeherrschungsharro sein. Da bin ich auch mal gespannt, was der so auf dem Kasten hat. Der zieht wieder seine Show da ab. Da hätten sie sich wenigstens mal ein paar neue Animationen ausdenken können. Das sind, glaube ich, immer noch genau die gleichen wie im zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil auch die gleichen waren.
So, Dr. Entropy. Was für ein geiler Gag. Eure kleinen Ungeziefergehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. Wir werden sehen. Zeig mal, was das auf dem Kasten ist. Seine erstaunlichen Irgendwas konnte ich lesen, mehr nicht. Verschwende nicht meine Zeit, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Mhm. Ich will jetzt eigentlich mal gucken, ob ich da rüberkomme. Aber ich vermute es fast nicht. Ich muss irgendwie noch warten, bis noch mehr Boden da ist. Kann das sein? Ja, ne? Naja, vor allen Dingen, nicht, wenn ich in diesem Gewritzel da stehe. Okay, ich übe mich mal ein bisschen in Geduld, glaube ich, und beobachte erstmal ein bisschen. Hui. Nee. Geduld ist nicht meine Stärke, aber ich bin mir fast sicher, dass man nicht so gut rüberkommt. Dann muss man extrem knapp abspringen. Und das schenke ich mir jetzt erstmal. Er hat ja vorhin auch irgendwelche Sachen gemacht, wo da gerade noch mehr Boden erschienen ist. Aber das muss ich mir jetzt mal anschauen. Ah, er macht wieder welche weg, aber er zaubert auch welche hin. Ach, komm schon, Leute. Was soll dieser Kamerawechsel in dem Moment, wo ich nicht drauf vorbereitet bin, ey? Okay, also ihn einmal antitschen und dann erstmal da stehen bleiben. So, ich vermute, so ist es gedacht. Und jetzt geht er auf die andere Seite und die Plattform dreht sich einmal. Jetzt passieren ähnliche Sachen. Ich habe nur ein bisschen weniger Platz und er macht auch noch andere komische Geschosse. Aber dank Doppelsprung ist das ja alles irgendwie machbar. So. Die Sprungpassage war jetzt ehrlich gesagt noch das Schwierigste an der ganzen Sache. So, jetzt kommt die andere Zielrakete. Und noch eine Rakete. Und jetzt wieder so ein paar Britzeldinger hier. Boah, jetzt bin ich gleich mal gespannt, was mich hier noch für eine Sprungpassage erwartet. Aber es wäre einfach göttlich, wenn es mir gelingen würde. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Eine schändliche Trophäe, okay. Das mit der Entropie war irgendwie ein coolerer Gag. Ich kann zwar nicht genau sagen, was Entropie ist, aber ich glaube, es hat auch irgendwas mit Zeitforschung und Zeitreise zu tun. Was haben wir jetzt bekommen? Todestornado-Wirbel. Drücke wiederholt, Quadrat, um länger und schneller zu wirbeln oder in der Luft zu gleiten. Boah, aber ist ja richtig krass, was man hier noch an Skills kriegt. Oh, jetzt bin ich rausgesaugt worden. Ja, das muss ich mir dann im nächsten Level mal genauer angucken. Aber gegenüber den ersten beiden Teilen hat mir ja doch krasse Skillerweiterungen. Unverschämten, unbedeutenden Narren, indem ihr Entropy besiegt habt ihr uns alle in große Gefahr gebracht. Ist das so? Crash, Kuku, euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropy sie nicht ständig überwacht. Das werden wir dann feststellen. Obwohl, ich kann das auch hier üben, ne? Okay, man kann auf jeden Fall relativ lange wirbeln. Und wenn man es in der Luft einsetzt, gerade nach einem Doppelsprung, dann kann man auch relativ weit gleiten. Oha. Das gibt ganz neue Bewegungsmöglichkeiten auf, beziehungsweise ganz neue Möglichkeiten, auch eventuell irgendwelche Secret-Passagen oder so zu erreichen, würde ich mal fast behaupten. So, Level 16 ist übrigens der Level, wo man sich unendlich Leben machen kann, oder zumindest am schnellsten. Von allen Möglichkeiten, so wie ich das gelesen habe, 99 Leben machen kann. Das werde ich irgendwann auch zwischen den Videos mal tun, das werde ich euch nicht antun. Schalte einen neuen Weg frei, indem du irgendwas machst. So, es gibt nämlich hinter uns ein Leben, das gibt es einzusammeln. Wenn man jetzt links rumrennt, gibt es auch noch mal 4 Leben. Das habe ich halt soweit gesehen.
Beziehungsweise jetzt anscheinend noch nicht, oder? Ach nee, warte mal. Ob das eventuell klappen könnte? Ich würde ja auch gerne nochmal den Tipp sehen, den es am Anfang des Levels gab. Also, ich habe den Eindruck, wenn ich das nochmal ein bisschen geschickter time, einmal probiere ich es noch, könnte das sogar klappen. Tatsächlich. Ach komm, ach, ernsthaft? So. Genau, und hier warten. Okay, okay, das muss man auch ein bisschen schneller machen. Ich gehe auch erstmal rechts rum. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so gedacht ist. Da wären auf jeden Fall noch vier Leben gewesen. Und wenn man das einigermaßen drauf hat und einigermaßen kennt, und ich meine, das sah auch irgendwie anders aus in dem Video, was ich gesehen habe, dann kriegt man diese Leben auf jeden Fall relativ schnell. Und wenn man das ständig wiederholt und seinen Quicksave in dem Moment neu lädt, dass er gespeichert wird, glaube ich, wenn man den Level verlässt, und dann wird der Level auch resettet, dann kann man sich die Sachen relativ zügig holen. Also so richtig gefährlich siehst du nicht aus, Junge. Oh, 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 das war jetzt doch weiter als gedacht. Okay, ich geh lieber doch über die Plattform. War mir nicht so sicher, ob die Pixar nicht direkt wieder rauskommen. Ach, ich kann da sogar durchlaufen. Ach so. Ich darf die gar nicht berühren. Ich dachte, ich muss nur geschickt drum rumlaufen. Okay, die sind ja mal überhaupt nicht gefährlich, diese Stangen hier. Ist ja fast schon ein bisschen Verarschung. So, du läufst... Von wo nach wo läufst du denn? Ach, du läufst mir... so ein bisschen hinterher, kann das sein? Hoppla. Da wäre ich fast zerquetscht worden. So, hier ist es so, dass ich in den Lichtkegeln diese Falle auslöse. Aber auch wirklich nur in den Lichtkegeln. Ach, hier ist schon wieder so einer unterwegs. Oh, er macht auch die grünen Kisten kaputt. Gut, dass ich das nicht vorher wusste, sonst wäre ich bestimmt nervös gewesen. So. Okay, ist auch noch eine blaue Plattform, also null Chance, den Level überhaupt vollständig zu clearen. Ich hab mich so irritieren lassen von diesem runterfallenden Ding, dass ich direkt mal draufgegangen bin, sauber. Oh nein, ich bin Game Over. Das Gute ist, ich könnte den Level-Tipp eventuell nochmal lesen. Kommt der? Kommt der? Nein, ja, vielleicht? Achso, schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den blauen Edelstein erhältst. Na gut, dann hat das nichts mit der linken Passage zu tun. Und dann schauen wir uns die doch jetzt nochmal an. Und so, die Frage ist... Okay, was hat diese silberne Checkpoint-Kiste zu sagen? Ist das ein normaler Checkpoint oder was? Aber man hat es gesehen, es ist gar nicht so schwierig hier hinzukommen und man ist relativ schnell da und dann hat man quasi... Ach so, wenn die halb im Boden sind, dann darf ich sie nicht berühren oder was? Naja, immerhin starte ich hier wieder und was wollte ich sagen? Genau, man hat relativ schnell fünf Leben. Das erste habe ich vergessen mitzunehmen, hinten am, vorne am Level anfangen, wo man nochmal zurückgehen muss. Und dann die vier, die da lagen. Och, ey, wie schnell sind die Plattformen denn hier weg? Das gibt's ja gar nicht. Wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat. So ungefähr, lass mich mal überschlagen. 6 Leben mal 10 sind 60, mal 15 sind 90.
Also 17 Mal, dann wäre man, glaube ich, ungefähr bei 99 Leben. Wenn mich meine Mathekünste nicht völlig täuschen. Kann ich jetzt hier stehen bleiben? Ja. Aber ich sehe nichts. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Okay, hier ist auch schon wieder ein Checkpoint. Ich raff's gerade nicht. Ist das hier eine Secret-Passage oder eher nicht so? Nee, das war irgendwie... Nee, das kenne ich doch hier. Das war eine Abkürzung. Ach, die kann ich auch kaputt machen. Oh Gott, ey, wie dämlich. Kann ich die auch kaputt wirbeln? Nichtsdestotrotz... Da muss ich mir doch nochmal irgendwie angucken... Was das kistentechnisch genau bedeutet, da bin ich mir jetzt gerade im Unklaren. Gab es auf dem anderen Weg? Naja gut, ich kann es eh nicht vollständig machen, wegen blauen Edelstein und so. Gab es auf dem anderen Weg Kisten? Wahrscheinlich schon, oder? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Hier wäre ihre blaue Plattform. Kann ich den auch einfach wegwirbeln? Tatsächlich. Oh Mann, ist das billig. Ich dachte mir, gegen die konnte ich gar nichts machen. So, Kiste ist weg. Da oben hängt noch eine. Die kann ich aber eh nicht kaputt machen. Zack. Burga, Burga. Burga. Passiert hier irgendwas Dubioses oder heißt es einfach nur mitfahren? Na gut, auch du schockst mich nicht. So, die Sachen schon mal einsammeln. Wenn ich jetzt die Plattform betrete, müsste das alles gespeichert sein. Das da oben könnt ihr auch schon mal einsammeln. Dann ist das auch schon mal gespeichert. Aber weiter gehe ich jetzt nicht. Okay, das sieht interessant aus. Lang und viele Kisten und viele Explosionen. 28 aber nur, das sah nach viel, viel mehr aus. Da oben war auf jeden Fall was. Das sah insgesamt nach viel, viel mehr aus. Hier wäre, glaube ich, die einzige gefährliche Stelle. Hätte ich von oben meinen Bauchplatscher drauf gemacht, wäre ich wahrscheinlich instant gestorben, weil ich auf diese Explosionstruhe gelandet wäre. Gut. Das war erfreulicherweise nicht so schwierig. Ey, du bist echt ein Billo, Heino. Das gibt's gar nicht. So. Ach ja, ich hätte hier ja den Mega-Wirbler machen können. 89 von 105. Interessant. Ich möchte jetzt zumindest noch mal einmal ausprobieren. Vielleicht mache ich es auch direkt. Es gibt noch zwei Edelsteine, wahrscheinlich einen zum Komplettieren und einen für die blaue Route. Ja, die Kiste hier vorne habe ich auf jeden Fall vergessen. Time Trail ist jetzt freigeschaltet. Genau, hier sind auch noch ein paar Kisten gewesen. Wahrscheinlich muss ich den Weg hier laufen. Bis zu der Stelle mit dieser Plattform.
und dann wieder zurück und dann die andere Route nehmen. So würde ich es mir vorstellen. Boah, das war knapp gewesen. Da war ich zu übermütig gewesen. So, hier ist die Stelle schon. Hier würde ich einmal den Checkpoint nehmen. Und jetzt von hier aus wieder zurücklaufen. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Upsa. Naja, wenn ich zu schnell renne, dann eventuell doch. Wow. Okay, zwei Löcher hintereinander im Boden, das müsste ich mir merken. Ich hoffe mal, dass diese blaue Route nicht zur Komplettierung zählt, zumindest für den einen weißen Edelstein. So, irgendwo kamen hier noch Spieße. Genau, kommt ihr erstmal ganz raus. Jetzt kamen zwei Löcher im Boden. Wo waren sie? Und da sind wir auch schon am Anfang. Na, dann sind wir auch hier drüben. Jetzt stand ich irgendwie durch die ganze Rumwirbelei da auf der Stelle und bin deswegen draufgegangen. Unglaublich. Nein, Leute. Jetzt mal wieder mit ein bisschen mehr Ernst an die Sache rangehen. Meine Fresse. So, hier hat es ein bisschen gedauert, bis die beiden Löcher im Boden kamen. Ich glaube, nach der nächsten Linkskurve irgendwann. Okay. Wow. So. Jetzt hätten wir, glaube ich, alle problematischen Passagen des Levels erledigt. Zumindest diese Doppelroute. Und dann gehe ich eigentlich auch davon aus, dass ich den weißen Diamanten kriegen müsste. Naja gut, letztes Mal bin ich, glaube ich, hier einfach durchgerannt. Jetzt habe ich es mir sicher gemacht und lieber einmal gewartet. Ich werde es mir nochmal sicher machen und noch einmal warten. Und jetzt bist du hinüber, mein Freund. Wobei ich sagen muss, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum diese eine Checkpoint-Kiste gerade unbedingt silber sein musste. Hatte das irgendeinen tieferen Sinn? Weil normalerweise sind Checkpoint-Kisten auch normale Holzkisten. So, tschüss. Das warten wir lieber mal ab. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, wo die Dinger runterkommen. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann reicht. Zumindest schon mal für den einen weißen Diamanten. Oder ob ich mir die ganze Aktion hätte sparen können. Okay, er ist richtig weit geflogen. Ui, das war knapp gewesen, wäre ich fast noch daneben gesprungen. Das sieht im Hinflug nach viel, viel mehr Kisten aus, aber es waren wirklich nicht mehr. Wow. So.
Oh, jetzt wäre ich fast auf die Plattform gegangen. Klar, ausgerechnet das Ding bleibt stehen. Letzte Vase. Muss natürlich stehen bleiben. So, 5 Kisten noch. Ah ja, ein paar grüne Kisten hängen ja auch noch überall rum. Ich erinnere mich. Ja, für solche Passagen ist es tatsächlich ganz praktisch. Jawohl, erster weißer Diamanten. Diamanten hat sich ja dieser Ausflug wenigstens noch gelohnt. Den zweiten Diamanten gibt es ja wohl auf dieser blauen Route, die ich noch nicht kriegen kann. Aber wunderbar. Zumindest den normalen Diamanten haben wir dann schon mal vollständig. Prima, dann ist die Zeit auch schon um. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne.